Ja, jetzt gibt's Voice-Over, endlich Voice-Over. Also, ich bin ja gerade auf dem Weg Richtung Marokko mit meinem Fahrrad in 2017. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich vor einigen Jahren diverse Videos zusammen mit meinem Freund Uli geschossen habe, auf dem Weg von Berlin nach Israel und zurück. Und ich nie was mit diesen Videos gemacht habe. Ich habe die mal bei YouTube hochgeladen als einzelne Clips, hat sie dann aber sogar nie öffentlich gestellt und ja, da haben sie dann, sind sie dann verrottet und niemand hat sie jemals gesehen. Und jetzt dachte ich, dass das eine super Gelegenheit ist, mal hier meine freie Zeit zu nutzen, meine Nicht-Strampelzeit, um den Kram zusammenzuschneiden, sodass er zumindest halbwegs präsentierbar für Freunde und Familie ist. Nachdem ich angefangen habe, die ganzen Videos zusammenzusetzen, hat sich herausgestellt, dass das ziemlich genau eine Stunde Material ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie schneidet man das am besten zusammen und was macht man da für, was sagt man da drunter, was legt man da drunter, ne? Und ja, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich einfach über die Videos drüber labere und euch mal ein bisschen erzähle, wie, was uns so passiert ist, wie es uns also ergangen ist auf der Reise. Wenn die Gelegenheit günstig ist, dann mal ein bisschen die einzelnen Videos zu kommentieren. Und damit fange ich jetzt mal bei dem spontan an. Und zwar ist das ein Bunker in Albanien. Albanien war ja das erste Land, in dem wir tatsächlich gestoppt haben. Und da stehen überall diese seltsamen Bunker rum. Da kann man mal sich den Wikipedia-Artikel dazu durchlesen. Das ist irgend so ein verrücktes Projekt gewesen von dem Diktator, der da mal war. Was ist da denn? Wo ist er denn? Da ist er! Darf er das? Dass er sich da einfach verdünnisiert hat? Du hast doch Bunkerwache! Hast du eine Bunkerwache? Fahnenflucht vor der inter-antinationalen Solidarität. Vor Enver Hoxha geflohen oder vor wem oder vor? Verlange ich von jedem Individuum die Flucht vor jeglicher Fahne. Die Musik, die ihr da übrigens immer im Hintergrund hört, das ist aus der YouTube Free Audio Library. Runaway American Bluegrass irgendwie Musik. Finde ich auf jeden Fall cool. Ja, viele von den Videos, die wir gedreht haben, sind im Grunde genommen eigentlich nur Landschaftsaufnahmen. Wir haben nicht so viel Sachen, wo wir uns miteinander unterhalten oder wo man Stimmen hört und deshalb sieht man hier zum Beispiel auch einfach nur so eine Aufnahme von einem Tal irgendwo in Albanien, aber bei dem, was jetzt gleich kommt, da kann man mal ein bisschen hören, wie der Muezzin in Albanien ruft. Das ist eigentlich ziemlich cool.
dann fliehen wir allerdings nicht vom Ruizin, sondern vor dem Verkehr in Albanien. Flucht, Flucht! Ich wollte diese Flucht mal festhalten. Landschaft in Albanien ist einfach der Wahnsinn. Da bin ich echt froh, dass Uli da viel drauf gehalten hat. Also wirklich, man glaubt es nicht, was Albanien für eine Landschaft zu bieten hat. Also in diesen Canyon, wir werden das haben wir nicht alles aufgenommen, aber später ist man quasi nochmal, ist man mal sozusagen unten da, wo der Fluss fließt. Und dann gibt es da so 100 Meter Wasserfälle, die einfach so 100 Meter von oben runter rinnen, mit Palmen drin. Also das ist wirklich dann zum Teil so subtropisches Klima, was wahrscheinlich durch den Canyon selbst irgendwie provoziert wird, weil da die Feuchtigkeit nicht rauskommt. Also das ist echt der Wahnsinn. Da sind diese Terrassen und wenn wir jetzt hier ein bisschen weiterfahren, sieht man, dass da so Busse fahren wie Busse, die ich auch aus Indien und Nepal kenne. Also es ist Albanien ist wirklich ein beeindruckendes Land. Es ist wirklich dritte Welt mitten in Europa. Und da muss ich mal überlegen, dass Albanien liegt zwischen, naja, grob gesagt zwischen Italien und Griechenland. Also da sind noch ein paar andere Länder dazwischen, aber es ist halt wirklich in Mitteleuropa. Das ist ein Land von Mitteleuropa. Und das ist einfach, die sind einfach so bettelarm, das kann man sich nicht vorstellen. Die sind ja auch nicht in der, die sind ja weder in der Europäischen Union noch im Schengen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die überhaupt im europäischen Erweiterungsraum sind. Wahrscheinlich mittlerweile schon, aber naja, also das ist der Wahnsinn. Übrigens, die Straße, wo wir da gerade drauf fahren, ist auch noch total geil. Die ist auf der Karte, die wir hatten, also wir sind mit Karte gefahren, mit Papierkarte, ist das als eine Fernverkehrsstraße ausgeschrieben. Und so sehen tatsächlich Fernverkehrsstraßen in Albanien aus. Also ich glaube, es gibt da eine wirklich gut ausgebaute Straße, die so groß durch das Land führt. Aber im Grunde genommen sind das die Straßen, ne? Also das, man kann sich nicht vorstellen, aber das Land ist einfach wirklich bettelarm. Wirklich krass, krass bettelarm. So wollte, haben wir uns ja auf dieser Straße auch unser Auto dann kaputt gemacht. Das ist nämlich einer von diesen Wasserfällen, also jetzt hat man ja gerade so einen Fluss gesehen und die erstreckten sich dann zum Teil so über 10, 12 Meter irgendwie über diese Landstraße und da musste man irgendwie durch und dann dachten wir, naja, wenn wir da jetzt liegen bleiben, so mitten im Nirgendwo in so einem Bach, der quasi die Straße kreuzt, dann zieht uns da niemals jemand raus. Und dann sind wir da voll Gas durchgebrettert, beziehungsweise ich, die anderen drei sind ausgestiegen, damit das Auto möglichst leicht ist. Und was ich dann leider nicht gesehen habe, ist, dass da in der Mitte von diesem Fluss ein spitzer Stein war und der hat unser Auto dann einmal komplett in der Mitte aufgeschnitten. So Tankaufhängung ab, einmal so ein Kabelbaum, der durch die Stoßstange ging im Arsch und wir haben es dann bis nach Griechenland geschafft, mit der Hilfe von freundlichen Mechanikern, die wir später noch in Albanien getroffen haben, die uns dann quasi so mitten in der Nacht das Auto wieder zurechtgeflickt haben, die Tankaufhängung irgendwie repariert haben, den Kabelbaum geflickt haben. Und
Dann sind wir am nächsten Tag weiter bis nach Griechenland und das ist das, was ihr hier gerade seht. Ne? Da haben Uli, der sich da gerade nochmal einmummelt in den Schlafsack, und Caro und Jan, die haben sich da unter die Boote gehauen. Ich hatte damals da im Auto geschlafen und naja, dann haben wir noch eine schöne Nacht am Strand verbracht und haben das Auto dann allerdings relativ kurz danach, so vielleicht so 50, 60 Kilometer weiter in einer Stadt namens Drama, was ein lustiger Name, ne? Wir wissen ja auch bis heute nicht, ob das Wort Drama daherkommt. An jedem Fall, da haben wir das dann stehen lassen und sind dann ab da mit dem Zug weitergefahren. Hatten wir dann geplant, mit dem Zug einfach so direkt komplett durchzufahren, aber wegen politischer Spannung zwischen Türkei und Griechenland gibt es eigentlich nur einen Zug, der durchfährt von Griechenland in die Türkei, und das auch irgendwie so mitten in der Nacht, und den haben wir irgendwie nicht bekommen, oder ich weiß gar nicht mehr, warum wir da kein Ticket für bekommen haben. In jedem Fall war die einzige Möglichkeit, bis zum Grenzort Edirne zu fahren und von da aus dann zu Fuß über die Grenze zu gehen, um dann wieder in den Zug zu steigen. Und das hatte man gerade gesehen, weil der Bahnhof und der Grenzort Edirne, die waren noch ein paar Kilometer voneinander entfernt, und da haben uns dann ein paar Leute in ihrem Pickup-Truck mitgenommen. Naja, und als wir dann über die Grenze rüber sind, dann sind wir endlich in den Zug gekommen und sind dann halt weitergefahren Richtung Istanbul und Ankara und, naja, grob Richtung Syrien halt. Und da war es dann endlich soweit. Endlich sind wir am Zug unterwegs gewesen. Und Zugfahren, da sind wir, glaube ich, alle vier wirklich Fans von gewesen. Deshalb fanden wir das so toll, dass es uns möglich war, für einen unglaublich geringen Preis Zug zu fahren. Es gibt nämlich im Balkangebiet, was das nennt sich Balkan Flexipass. Das ist sowas wie Interrail. Und für die, die nicht mal wissen, was Interrail ist, das ist eine Fahrkarte, mit der man für einen gewissen Zeitraum im Grunde genommen alle Züge nehmen kann, die in dem Einzugsgebiet von dieser Fahrkarte sind. Und dieser Balkan Flexipass, den es auch bis heute noch gibt, der gilt halt für die Balkanregion, und so skurril wie es klingt, der Balkan, der beginnt irgendwie, zumindest für diese Fahrkarte, in Serbien und zieht sich dann bis ans Ende der Türkei, bis nach Syrien ran. Das heißt, wir konnten tatsächlich von Belgrad aus, hätten wir schon Zug nehmen können, aber wir haben uns ja dafür entschieden, in Griechenland erst einzusteigen, bis an die syrische Grenze, im Grunde genommen bis zum Iran, hätten wir mit dem Zug fahren können, ohne zusätzliche Kosten zu haben. Der einzige Pferdefuß dabei ist halt, dass wenn man längere Strecken fährt, dann ist man halt auf die Fahrpläne angewiesen, die die türkischen Züge zur Verfügung stellen, oder generell die Balkanzüge, und die sind nicht ganz so zuverlässig oder auch regelmäßig wie die deutschen oder westeuropäischen Züge. Und deshalb mussten wir immer mal wieder auch auf Busse umsteigen, wie man jetzt hier zum Beispiel in dem Video sehen kann, wo es aussieht, als wenn wir in die andere Richtung fahren. Genau, das war ein Bus, aber Busse sind in der Türkei und in Syrien auch unglaublich billig. Wir haben so im Schnitt für 400 Kilometer, ich glaube, 5 Euro oder sowas bezahlt, und meistens war dann sogar noch ein Essen oder ein Getränk mit dabei. Also wirklich preis-leistungstechnisch war das extrem genial. Und dieser Balkan Flexipass, um darauf nochmal zurückzukommen, der hat 80 Euro gekostet. Und ich glaube, für Leute, die unter 26 sind, kostet er sogar bloß 50 Euro oder sowas im Dreh. Die Regel ist wohl, dass man innerhalb von einem Monat für das Geld 5 Tage lang alle Züge im Einzugsgebiet nehmen kann.
Und um zu checken, wie viele Tage man mit diesem Ticket schon gefahren ist, kriegt man zusätzlich zu der Fahrkarte so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Tabelle auf einer abgeschnittenen DIN A4-Seite, also so ein Drittel von der DIN A4-Seite, wo dann halt so mehrere Tabellenzeilen sind, wo dann die Fahrer, wo denn die Schaffner eintragen sollen, wann man in welchem Zug war. Der Witz ist, die Schaffner, die kennen zwar das Ticket, also denen ist schon klar, dass man damit fahren darf und die können auch sehen, von wann bis wann das gültig ist, aber die kennen diese Tabelle nicht, die ist denen komplett fremd und ja, von daher konnten wir da deutlich länger als 5 Tage mitfahren. Also ich glaube, insgesamt waren wir 10 oder so unterwegs. Bis wir dann in Syrien sind und das sieht man genau hier. Der erste Ankunft in Syrien und alles ist voller Militärpolizei. Naja, das ist ungefähr, wir waren ja ungefähr ein Dreivierteljahr da, bevor der Krieg in Syrien angefangen hat. Und man hat es im Grunde genommen an jeder Straßenecke gemerkt. Also es war gespannte Stimmung, überall war Polizei und Militärpolizei und generell das Militär war überall da. Und es war, ja, die Stimmung, die war gereizt in Syrien, das kann man nicht anders sagen. Davon haben wir uns natürlich die Stimmung nicht vermiesen lassen, unsere schöne Reisestimmung, und sind dann weitergefahren. Und das, was ihr gerade seht, ist unser Hostel in Damaskus, wo wir, also es gab da kaum noch Übernachtungsmöglichkeiten. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie waren die Hostels alle ausgebucht. Aber der Hostelbesitzer hatte uns angeboten, wir können mit Matratzen auf dem Dach schlafen. Und das war echt schön, also unter freiem Himmel. Na, in so einem abgefuckten, naja, so vom Hygienestandard und von der Qualität her hat mich das auch wieder sehr an Indien erinnert. Ja, aber war trotzdem schön. Die hatten da so eine ganz tolle, einen ganz tollen Innenhof. Ich glaube, das ist generell so traditionell für arabische Architektur, dass es so ganz viele Innenhöfe gibt, die ganz grün sind und bunt und schön. Sieht man jetzt gleich nochmal ganz kurz in dem Video, aber leider haben wir da nicht ewig drauf gehalten, deshalb eben wird es nur angerissen, wo wir da so sitzen, aber es war echt, also Damaskus ist auf jeden Fall eine Reise wert. Es ist ja eine der ältesten Altstädte, erhaltenen Altstädte der Welt und zum Glück auch durch den Krieg nicht zerstört. Im Gegensatz zu Aleppo, wo was auch eine super alte Altstadt hat, wo die aber ganz jetzt super viel abbekommen hat. Und naja, in Syrien ist es nicht so. Das ist hier so der Eingang zu einer der größten und ältesten Einkaufsstraßen, die es gibt. Und das ist so ein ganz klassischer, ja, wie soll ich sagen, arabischer Markt. Ne? Mit so einem Marktstand neben dem nächsten, wo man Nüsse und ach was weiß ich, alles, was man irgendwie käuflich erwerben kann, kann man da erwerben. Ne? So ein Dach da drüber und dann reiht sich halt einen Laden an dem nächsten. Und dieses Dach, das ist halt so ganz typisch für diese arabischen Marktstände. Und eben einer dieser ältesten in Aleppo, der ist ja abgebrannt oder da irgendwie eine Bombe drauf geflogen ist oder sowas. Aber das dürfte in etwa so ausgesehen haben. Wir haben es ja, obwohl wir selber durch Aleppo durchgekommen sind, haben wir das nicht geschafft, da hinzukommen. Also wir wussten, dass das so ein Highlight ist, wo man eigentlich hingehen sollte, aber wir dachten, wir werden irgendwann nochmal die Gelegenheit dazu zu kommen. Tja, wenn wir gewusst hätten, dass das alles in Schutt und Asche liegt innerhalb kürzester Zeit, dann wären wir da wahrscheinlich auch hingefahren. Naja. Damaskus ist ja von der Architektur her, also die Altstadt ist ja wirklich krumm und schief. Das ist ja, im Grunde genommen sind das ja alles Holzhäuser, die mit so ein bisschen Lehm verputzt wurden. Und wenn die Häuser da so 1500 Jahre alt sind zum Teil, dann werden die halt krumm und schief. Ne? Also es ist, man kann das mit dem
mit der Kamera gar nicht so aufnehmen, aber das ist wirklich, zum Teil sehen die Häuser wirklich völlig skurril aus, weil es halt immer wieder ausgebessert wird, ne? Wenn die Tür und die Fenster, wenn das alles irgendwann so schräg ist, dass das nicht mehr ineinander passt, dann wird da ein bisschen dran rumrepariert und wird es versucht wieder gerade zu machen, aber im Grunde genommen bleiben die Häuser stehen und da gibt es halt wirklich Häuser, die sind einfach richtig scheißen alt. Hier dachte ich, da lege ich mal das Video mit einer lustigen Cartoon-Musik. Leider war, als wir das aufgenommen haben, war gar nicht so krass viel Verkehr. Also die 5 Minuten davor, das war so krass, dass die Leute da einfach nicht über die Straße rübergekommen sind. Deshalb stehen wir da auch auf so einer Fußgängerbrücke, die sie extra gebaut haben, dass man irgendwie über die Straße rüberkommt. Wobei die Einheimischen das offenbar bevorzugen, immer so durch den Verkehr sich da irgendwie so durchzuschlagen. Aber es ist ein konstanter Strom an Taxis und an allen möglichen Autos. Schon sind wir in Israel. Das, was er gerade eben gesehen hat, ist übrigens Uli, der da ein paar Musiker getroffen hat in Damaskus und mit denen ein bisschen Musik gemacht hat. Da war ich zwar nicht mit dabei, aber auf der Rückreise haben wir es ja nochmal nach Damaskus geschafft und sind tatsächlich wieder auf diese Leute gestoßen und dann war ich dabei und da werdet ihr später nochmal ein Video sehen. Naja, jetzt fahren wir durch die israelische Wüste und das ist so das Gebiet zwischen Westjordanland und Israel. Da gibt es so eine lange Straße und da fährt man quasi dann durch, wenn man aus Jordanien kommt. Und naja, von da aus sind wir dann quasi weiter bis nach Tel Aviv gefahren und das sind hier so ein paar Eindrücke, die ihr aus Tel Aviv habt. Grund, warum wir nach Israel gefahren sind, war ja die Internationale Konferenz der demokratischen Schulen und das hier sind gerade ein paar Bilder von dem Begrüßungskomitee der Democratic School of Hadera, eine der ältesten demokratischen Schulen in Israel,
und ja, eine der renommiertesten eigentlich weltweit. Und die haben die zusammen mit dem Institut für demokratische Bildung in Tel Aviv, haben die zusammen die IDEC ausgerichtet. Genau, das war ja im Grunde genommen unser eigentlicher Anlass, da hinzufahren. Und ja, das ist die gleiche Schule, in der wir auch waren, als wir 2004, glaube ich, mit Kretze damals das Pretty Cool System Video gedreht haben. Ja, und mit den Leuten von der Konferenz, die haben so ein paar Ausflüge ermöglicht und unter anderem sind wir auch ins Westjordanland gefahren. Und hier waren wir bei einer der Montagsdemonstrationen. Kennen wir ja in Deutschland auch Montagsdemonstrationen, war auf jeden Fall eine skurrile Nummer. Sieht jeden Montag im Grunde genommen so aus, dass die Leute zu der gleichen Grenze fahren, wo die Israelis illegal im westjordanischen Gebiet Häuser bauen. Dann kommt nach einer gewissen Zeit die Armee, schmeißt eine Handgranate mit Tränengas, dann laufen alle weg mit Tränen in den Augen und dann passiert es jeden Montag aufs Neue. Das ist übrigens Ramallah, da ist so ein Polizist, den ich gefilmt habe, weil der den Verkehr ganz lustig gefilmt, der ist regelrecht dabei getanzt und hat da irgendwie ganz lustige Bewegungen, also hat ganz rhythmisch den Verkehr quasi gelenkt und naja, obwohl er mich nicht gesehen hat, wie der Zufall das so will, hat er damit genau aufgehört, als ich angefangen habe, auf den drauf zu halten. Also der war wirklich so wie so ein Pantomime. Ich habe dann einfach noch länger drauf gehalten, weil ich gehofft habe, der fängt irgendwann mal wieder damit an, hat er aber nicht, naja. Und dann musste die Gruppe auch weiterfahren, konnte ich dann nicht noch mal länger draufhalten. Der war auf jeden Fall, naja, da sieht man es ein bisschen, aber der war auf jeden Fall skurril. Naja, aber so lustig wie der Polizist doch war, war und ist ja die ganze Westjordan-Nummer eher doch eine tragische Sache. Naja, jetzt seht ihr auf jeden Fall gerade, wie wir aus dieser ganzen Geschichte wieder rausfahren, wieder durch diese seltsame Straße. Das muss man sich auf der Karte wirklich mal angucken. Es gibt zwischen dem Westjordanland und Jordanien, gibt es halt auf so einem Streifen, der irgendwie 150 Meter breit ist, gibt es halt so eine Landstraße, die einmal so das Westjordanland von Jordanien abschneidet. Also so, dass dann die Leute, die im Westjordanland leben, auch gar nicht nach Jordanien kommen, ohne vorher durch Israel durchzufahren. Also es ist wirklich, naja, alles in allem sehr skurril. Die ganzen Häuser, die man hier übrigens sieht, das sind die Behausungen der Drusen, was nochmal eine andere Religionsgruppe ist, also die weder jüdisch noch arabisch-muslimisch sind. Also, naja, das ist kultureller Mischmasch hoch 10 da, den man als Westeuropäer schwer durchsteigen kann. Aber kann wahrscheinlich niemand so richtig durchsteigen. Das ist geschichtlich verfahren und nun ja. Zu dem Zeitpunkt, wo er das jetzt hier gerade sieht, hat sich unsere Gruppe so ein bisschen getrennt. Das war auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn vier Leute unterwegs sind, dann gibt es natürlich auch vier Bedürfnisse. Und da hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass Uli und ich da so unser eigenes Tempo hatten und Caro und Jan, die haben halt irgendwie so eine andere Art zu reisen, einen anderen Rhythmus. Und dann haben wir uns irgendwann bei unserer Gastfamilie, wo wir untergebracht waren, haben wir uns dazu entschieden, dass wir uns trennen und in Damaskus wieder zusammenfinden. Und das haben wir dann gemacht so. Und dann waren Uli und ich quasi allein unterwegs und haben vielleicht aus dem Bus rausgefilmt und sind dann den Weg wieder zurückgefahren. Über andere Grenzübergänge, nicht über die gleichen, über die wir von Jordanien aus nach Israel reingekommen sind, sondern, naja, wir sind Trapper, geht ja kein Weg zweimal, ne? Und dann halt nochmal durch Jordanien durchgefahren. In Jordanien selber gibt's, glaube ich, gar keine Aufnahme, also das könnte eventuell Jordanien sein, da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob man es an irgendwelchen Straßenschildern festmachen kann. In Jordanien selber gibt's ja eine ganz berühmte Städte, wo man hingehen soll, die Petra heißt. Das kennt man eventuell aus so einem Indiana Jones Film. Das ist so in so Stein, in so einen Canyon eingemeißelter, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Hausfassade. Das sieht wirklich völlig wahnsinnig aus. Und also uns war das nicht klar, dass es da wirklich knallhart verpasst, ne? Also da hätten wir wirklich mal hinfahren. Und dann sind alle gesagt, warte in Petra? Wir so, nee. Und dann haben wir das im Nachhinein, haben wir das irgendwann mal gegoogelt und so, scheiße, verpasst. Naja, im Jordanien im Gegensatz zu Syrien kann man ja immer noch mal bereisen und da will ich auf jeden Fall irgendwann mal noch hin.
Und da war dann die Hälfte unserer Reise auch schon wieder vorbei. Jetzt sind wir nämlich wieder in Damaskus und wir wollten eigentlich in das gleiche Hostel zurück, in dem wir vorher waren, weil wir das ganz cool fanden, da auf dem Dach zu schlafen. Aber dieses Mal war sogar das Dach und die Matratzen auf dem Dach ausgebucht. Es war auch skurril, das Hostel, weil es so direkt neben so einem Minarett war, wo ab um 3 Uhr nachts oder so mindestens einmal die Stunde der Muezzin in voller Lautstärke uns ins Ohr gebrüllt hat. Es war so eine grün angeleuchtete Moschee, also es war wirklich, man ist dann mal aufgewacht, hat dann dieses grüne Minarett gesehen unter dem Sternenhimmel und dazu hat der Muezzin geschrien, naja. Das war auf jeden Fall eine ganz besondere Stimmung. Hier sieht man gerade den Eingang zu unserem, zu der Herberge, die Uli und ich dann gemietet haben. Und übrigens, wenn man jetzt hier gerade Hintergrundgeräusche bei mir von der Tonaufnahme hört, dann liegt das auch daran, dass ich ja gerade das im Hostel mache und ja, Leute rein und rausgehen und irgendwie die Schließfächer aufschließen. Naja, wie auch immer. Hier war jetzt in jedem Fall unsere Herberge, so im versteckt in den hintersten Winkeln von Damaskus. Und also man kann sich nicht vorstellen, obwohl das ja so ein abgefuckter Ort ist, mit hier, jetzt läuft Uli gerade rein in unser Domizil, da rechts war die Dusche und das Klo gewesen. Und links haben wir geschlafen. Und wir mussten allerdings nicht nur unseren Ausweis abgeben, um da das mieten zu können, sondern tatsächlich unsere Fingerabdrücke in Israel, in Syrien lassen. Na, hier, schönes Stillleben von Daniel, wer die Bananen nicht isst. Ja, das war auf jeden Fall sehr besonders. Wir haben gesagt, ohne Fingerabdrücke können wir das nicht mieten, keine Chance. Naja, war es auch wert. Es war ein sehr besonderes Erlebnis, da in dieser hutzligen Hütte einkehren zu dürfen. Hutzlige Hütte mit ekelhaften Kakerlaken. Damaskus, der Ort, wo sich die Dächer begegnen. Und eine Graffiti an der Wand. Hier ist so weit weg, nicht so nah dran. Und wo alle Türen offen stehen. In der Moschee. Ach, ist die Moschee? Ja. So. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich bin auch nicht drin gewesen. Ich hab sie geschont. Jetzt kommt die tolle Tür. Ist das die Tür? Eine Holztür. Denk mal gar nicht. Auf alten Eisenbeschlägen. Eine alte eisenbeschlagene Holztür. Thank you.
Und so verabschiedeten wir uns aus Syrien. Es war noch eine schöne Zugfahrt, die wir hatten, mit einem Zug von Damaskus aus bis fast an die türkische Grenze, nochmal 400 Kilometer in einem uralten, abgefuckten Zug. Und dann sind wir, glaube ich, in die nächstgrößere Stadt in die Türkei gefahren, was Adana war. Und da sitzen wir hier im Park und Uli fängt wieder an, ein bisschen Musik zu machen und das zieht dann auch gleich ein paar Studenten an. Thank you.
Hey, ciao, 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 ciao. Ben sana uyacağım. Derler o içeri geçiyordum. Abo. Uçabilir misin sen? He şeyim. Dön 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 uzuyor böyle. Sarı bizim ne uçardı? Şeye. Kürtçe, Kürt kızı. Fransız, Fransız. Fransız'ı değil mi değiştir? Fransız. İleri atla atla zıpla. Fresh mi? Ne oldu ki Fresh'ten Fralse miydi be? Alo bayır. Türkçe müzikte ileri ne deydi, neydi İngilizce'de Fralse miydi? Vay bir de sen okumadın mı güvenlikçisin? Kardeş yiyorsam ister bunu daha evden almadın. Gel gel gel. Abiler her şey çalar gel. Gel 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 çeke gel gel. Schon wirklich ein skurriles Bild abgegeben haben, irgendwie die Hippie und Dreadlocker und Langbärtigen und Brillenträger, die da im Park sitzen, übrigens Atatürk Park war das, und dann mit den Jugendlichen Musik machen. Ja, Uli hatte diverse Instrumente bei, also nicht nur dieses gitarrenartige Instrument, wo ich nicht genau weiß, wie es heißt, sondern auch noch ein paar Flöten und ein paar Tröten und alles mögliche. Naja, in dem Park haben wir dann auch noch dieses Pärchen kennengelernt, was man gleich sieht, und das dann gesagt haben, also die haben nicht gut Englisch gesprochen, aber die meinten, kommt mal mit, wir müssen euch was zeigen. Und dann sind Uli und ich dann da mitgefahren. Ich glaube, Caro und Jan, die haben im Park einfach noch weiter geschlafen. Dann haben die uns in dieses komische Hochhaus gebracht, da war unten ein Kaufhaus drin. Ja, was wollen wir denn jetzt hier in diesem Kaufhaus? Und dann sind wir da zum Fahrstuhl, und dann fahren wir da hoch, wo fahren wir denn jetzt hin? Naja, dann fahren wir halt hoch, und mit einmal sind wir auf einem der höchsten Gebäude in Adana und haben echt einen wunderschönen Ausblick. Und das war echt wunderschön. Es war ja ein junges Pärchen, was ein bisschen Kontakt mit Westeuropäern aufnehmen wollte. Von Adana sind wir dann mit dem Zug und Bus und vielleicht haben wir auch noch einen Esel genommen. Stimmt, wir sind sogar, gibt es davon auch noch ein Bild, sind wir sogar mit so einem Eselkarren mal gefahren. Ich glaube damals bei der Hinreise von Edirne aus. Naja, in Istanbul gibt es ja eine U-Bahn, die ihr gerade gesehen habt, und da gibt es vor allem aber ein ganz lebendiges Nachtleben, so um den Taksimplatz herum. Und hier sind wir quasi gerade angekommen und wurden von unserer Gastgeberin abgeholt, die wir bei dieser IDEC-Konferenz kennengelernt haben. Es gibt da nämlich auch in Istanbul eine demokratische Schulinitiative, und naja, ich glaube, die Türkei muss noch einen langen Weg zurücklegen, bis die da auch sowas nur ansatzweise genehmigen. Aber von der Universität aus gibt es auf jeden Fall ein Projekt, was zumindest versucht, es so in diese Richtung zu gestalten. Und da war dann eben die eine Dame, die man da gerade eben flüchtig in den dunklen Bildern gesehen hat, die war da halt zu Gast mit einer Freundin. Die haben wir da kennengelernt, und als sie dann gehört haben, dass wir auf dem Weg, auf dem Landweg sind und auch wieder zurückfahren, hat die uns natürlich direkt eingeladen. Bei den Sachen war ich jetzt noch mit dabei, aber leider bin ich dann krank geworden. Also ich habe ja das Essen zum Teil nicht vertragen und hatte dann irgendwie arge Verdauungsschwierigkeiten und auch ein bisschen Fieber und musste dann mehr oder weniger nach dem Abend, den wir da verbracht haben, habe ich dann die nächsten 3 Tage noch im Bett verbracht in der Wohnung, in der die uns untergebracht haben. Die Wohnung war auch super. Die war vor allem deshalb super, weil die irgendeinem krassen Kommunisten gehört hat. Also man hat sämtliche
großen kommunistischen Autoren der Weltgeschichte hat man, deren Bücher standen da im Regal, aber auch tatsächlich alle komplett auf Türkisch übersetzt. Also da war nichts auf Englisch oder in irgendeiner sonstigen Sprache. Aber von den großen Kommunisten und Anarchisten Bakunin und Trotzki und Lenin und Marx. Und also es war auf jeden Fall beeindruckend, den seine Bibliothek zu sehen, ja. Naja, hier sieht man, wie gesagt, nochmal das Nachtleben von Istanbul, und das ist ja für die sehr konservative Türkei, in der eigentlich nicht viel geht, was so westeuropäisches Leben angeht, bildet Istanbul halt die totale Ausnahme. Also gerade der westliche Teil von Istanbul ist einfach unglaublich weltoffen, eine wirkliche Partystadt. Also man kann da einfach jeden Tag in der Woche mega Party machen und live von Live-Musik, man kann das Swing tanzen gehen, elektronische Musik, Puffs haben wir gesehen, also es gibt da alles, was das Touristenherz erfreut, und naja, das war auf jeden Fall, ich will schon fast sagen, ein Schock, ne, als wir da in Istanbul gewesen sind, weil wir haben das nicht erwartet, dass das so offen und naja, so, dass man da so willkommen geheißen wird auf so eine westeuropäische Art. Wir sind ja dann weitergefahren auf der Hinreise, haben wir auch nochmal einen Abstecher in Ankara gemacht. Und Ankara ist halt komplett anders. Also das ist halt so richtig so, wie man sich so ein konservatives Hinterwäldlertum in der Türkei vorstellt. Also ich glaube, viele Leute, die in Istanbul leben, viele Türken, die in Istanbul leben, die sind auch nicht so richtig glücklich damit, dass sie da Teil der Türkei sind und vor allem, dass sie von Ankara aus regiert werden, weil da stoßen Kulturen aufeinander, die, naja, die schwer miteinander koexistieren können. Ja, und ich glaube nicht umsonst, dass gerade diese Region da um den Taksimplatz ja letztlich immer wieder der Ausgangspunkt für Revolten und auch terroristische Anschläge, da mehrere Bombenanschläge gab es ja da im Laufe der Zeit. Das war uns auch klar, als wir da waren. Also so richtig hundertprozentig geheuer war es uns nicht, aber hey, was sollen wir mal machen, ne? Ja, wir haben uns das natürlich auch nicht nehmen lassen, noch ein bisschen Live-Musik mitzunehmen, und die könnt ihr jetzt hören. Letzten Bildern aus dem Apartment, wo wir untergebracht waren, über die, naja, so gut wie es geht, über die Stadt von Istanbul, verabschieden wir uns dann auch aus der Türkei und steigen in den Zug Richtung Griechenland zurück, weil ja, wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, unser Auto dann immer noch in Drama stand. Und wir hatten tatsächlich da die Gelegenheit, einen Nachtzug zu nehmen und sind dann mit dem Nachtzug von wirklich Istanbul bis nach Drama durchgefahren, und das war großartig für uns. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Musik aufs Ohr, und wir lassen euch mal ein bisschen die Landschaft und die Nacht und den Tag und die Canyons genießen. We'll be right back.
und damit ist unsere Reise im Grunde genommen auch schon wieder vorbei gewesen. Als wir in Drama waren, haben wir die Batterie vom Auto wieder angeklemmt und die Kiste ist auch wunderbar direkt wieder angesprungen. Und ich glaube, wir waren so um 6 Uhr morgens in Drama und wir hatten aber überhaupt keinen Bock mehr auf die Reise. Ne? Also wir haben ja diese ganze Nummer von Berlin bis nach Tel Aviv und dann zurück nach Wien für mich, weil ich habe ja damals noch in Wien studiert und Uli ist ja tatsächlich wieder zurück nach Berlin gefahren, in unter 3 Wochen gemacht. Und wenn man in so einem Tempo so eine lange Strecke reist, dann hat man im Grunde genommen irgendwann die Schnauze voll. Es war tatsächlich auch so, dass als wir in Israel waren und Caro, Jan, Uli und ich so uns insgesamt nicht mehr so grün waren als Gruppe, da hatten wir eigentlich auch wirklich keine Lust mehr weiterzureisen. Das Blöde war halt, dass das Auto in Drama stand und wir das vorher verabredet haben, dass wir die Kosten irgendwie teilen. Und haben wir mal geguckt, was so Flüge kosten und dann war irgendwie klar, okay, das ist mit unserem Balkan Flexipass, der ja einen Monat lang gültig war, deutlich billiger, einfach auf den Landweg zurückzureisen. Es war schön, es waren tolle Erfahrungen, die wir gemacht haben, aber am Ende haben wir einfach nur noch die Schnauze voll gehabt und waren froh, als es dann sich dem Ende genähert hat und dann sind wir halt, wie gesagt, um 6 Uhr in das Auto eingestiegen und sind wirklich knallhart durchgefahren von der Schwarzmeerküste in Griechenland bis nach Wien. Ich glaube, um 4 Uhr morgens oder so waren wir dann, also so 22 Stunden am Stück durchgefahren. Wir hatten, 3 von uns hatten einen Führerschein und war abwechselnd gefahren, aber am Ende war das wirklich Streichholz unter den Augen, also nah an den klassischen Sekundenschlaf oder was auch immer heißt. Wir haben das Auto dann in Wien auch einfach knallhart irgendwo in so eine Parkenverbotenzone gestellt, weil wir einfach nur noch schlafen wollten, weil das ist jetzt das Parkticket wert. In Wien gibt es ja überall Parkzone und da jetzt noch nach einem Parkplatz zu suchen, der kostenlos gewesen wäre, das war uns einfach zu blöd. Naja, so, das war's. Mit den letzten Eindrücken, die ihr jetzt hier seht, verabschiede ich mich von euch. Für alle, die durchgehalten haben, da bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Es ist eher ein Erinnerungsstück für mich und Uli und Jan und Caro, falls sie das irgendwann mal sehen. Und naja, es war eine tolle Reise und wenn ihr Fragen zu der Reise habt und dann fragt mich und es gibt sicherlich noch viele tolle Anekdoten, die ich vergessen habe zu erzählen, die ich noch hätte erzählen können. Und naja, so eine Reise hängt noch lange nach, obwohl sie jetzt, wo ich es synchronisiere, tatsächlich schon 7 Jahre her ist. Naja, also, aus dem Hostel in Pamplona in Spanien auf dem Weg von Berlin nach Marokko verabschiede ich mich von euch und danke mich für eure Aufmerksamkeit.